So, willkommen zu einer neuen Aufnahme von Harry Dotter und die Kammer des Schreckens. Oh yeah. Jo, gehen wir mit Wood trainieren. Und die Bäume, muss ich sagen, sehen episch aus. Was ist mit denen passiert? Ich hoffe, das bessert sich. Mal gucken, was die. Hey Harry, Lust auf ein Geschäft? Wir haben die besten Preise in ganz Hogwarts. Was verkaufst du denn? Ich habe eine Quidditch-Ausrüstung der Chadley Cannons. Der Kunde hat immer recht, auch in solchen Fällen. Hey Harry, Lust auf ein Geschäft? Was verkaufst du denn? Ich habe einen Nimbus 2001, das beste Fabrikat, das derzeit im Handel erhältlich ist. Und wie du meinst, aber ich weiß nicht, wann ich wieder welchen reinbekomme. Jo, ich hab kein Geld. That's the problem. Rein auf die Stelle. Hör zu, Harry. Wir müssen dieses Jahr um jeden Preis den Quidditch-Pokal gewinnen. Um das zu schaffen, müssen wir üben, üben und nochmals üben. Nun wollen wir zuerst wiederholen, was wir letztes Jahr gelernt haben. Den roten Ball nennt man Quaffle. Die drei Jäger müssen versuchen, ihn am gegnerischen Hüter vorbei in eines der Tore zu werfen. Aber als Sucher braucht dich das ja eigentlich gar nicht zu interessieren. Nimm dich vor den beiden Klatschern in Acht. Treffen sie dich, wirst du verletzt und kannst nicht mehr so schnell fliegen. Als Sucher musst du alles dran setzen, den goldenen Schnatz vor dem gegnerischen Sucher zu fangen. Nach den Ferien bist du sicher ganz aus der Übung. Fangen wir mal lieber mit etwas Leichterem an. Ich werde nun einen Schnatz in die Luft werfen, den du dann fangen musst. Wenn deine Hand nach dem Schnatz greift, kannst du ihn fangen. Hey. Meine Hand dazu Schatz gerade. Dass ich das mal so überlegt. Let's go. Mit den Pfeiltasten kannst du deinen Besen nach links, rechts, oben und unten lenken. Ich lenke einfach mit der Maus. Du näherst dich automatisch dem Schnatz. Quidditch ist ein raues Spiel, Harry. Aber keine Angst, die Schutzkleidung hält schon einiges ab. Genau, Harry, bleib dran, da fehlt dir nicht mehr viel. Hab ihn und voll durchs Tor. Epic. Jetzt, wo der Rest des Gryffindor-Teams eingetrudelt ist, können wir mit einem Quidditch-Übungsspiel beginnen. Weiche den Klatschern und dem anderen Sucher aus. Ein Gryffindor übernimmt die Rolle des gegnerischen Suchers. Keine Sorge, sie werden es dir nicht allzu schwer machen. Gut. Schatten so scheiße aussehen. Ich anfange? Mit dem Nimbus 2001 kannst du viel schneller fliegen. Ja, mach doch Werbung. Die Quidditch-Rüstung schützt dich vor Verletzungen, verursacht durch Klatscher oder einen anderen Sucher. Gut so, Harry. Ramble sie an, damit du dir den Schnatz schnappen kannst. Wirst du von einem Klatscher getroffen, von einem anderen Sucher geschubst oder rammst du etwas, wirst du langsamer und fällst zurück. Gut so, Alter! Harry. Du hättest ihn fast gehabt. Ja, ich habe ihn. Ja! Ich bin der King! Ihr habt alle eine ausgezeichnete Leistung erbracht. Du bist wieder fit, Harry, also stehen unsere Chancen gut, dieses Jahr den Pokal zu gewinnen. Bist du noch nicht fertig, Harry? Sieh nicht hin. Da kommt das Team der Slytherins. Das ist doch nicht zu fassen. Ich habe das Feld für heute gebucht. Hey, die haben neue Besen. Und es sieht ganz so aus. Ja, das allerneueste Modell. Nimbus 2001. Ja, ich weiß. Scheinbar hat Lucius Malfoy großzügig gespendet. Gefallen dir unsere neuen Besen, Weasley? Was hast du hier zu suchen, Malfoy? Ich bin der neue Sucher der Slytherins. Wusstest du das etwa noch nicht? Vielleicht können sich die Gryffindors ja auch eines Tages neue Besen leisten. Zumindest musste sich keiner von den Gryffindors in das Spiel einkaufen. Die sind nämlich nur wegen ihres Könnens reingekommen. Keiner hat dich nach deiner Meinung gefragt, du dreckiges kleines Schlammblut. Dafür wirst du bezahlen, Malfoy. Ich kann es mir wenigstens leisten, Weasley. Ganz im Gegensatz zu dir. Lass ihn, Ron. Er ist es nicht wert. Hier haben sie die Stelle übersprungen. Schlammblut.
So nennt man Zauberer, die nicht aus einer Zaubererfamilie stammen. Und wo wir gerade beim Thema Schlamm sind. In Hogwarts hielt der feuchte Oktober Einzug. Die Feuchtigkeit kroch über die Ländereien und drang ins Schloss ein. Auch eine andere Art von Kälte sollte sich bald bemerkbar machen. Zaubertränke mit Professor Snape fängt gleich an. Wir sollten lieber nicht zu spät kommen. Du weißt ja, wie er ist. Wir müssen nach unten in die Kerker. Mir nach. In die Kerker. Hab ich schon? Da geht es zu den Kerkern. Ja, ich weiß. Oh, ein Radio, geil. Geh auf. Mist, ich kann noch nicht ganz ran. Kann ich das da oben auch? Ah, da kann ich hochspringen und dann weiterlaufen. Oh, eine Ratte. Ne, eine Spinne. Ah, jetzt soll ich sie zertreten. Ja, bei Snipe gibt's wieder Spinnen. Typisch. Aufgepasst! Heute befassen wir uns mit der Herstellung eines der nützlichsten Zaubertränke überhaupt. Dem Mega-Power-Trank. Potter, du kannst es sicher kaum erwarten, der Klasse zu zeigen, wie man den Trank mischt. Komm sofort her. Mit dem Mega-Power-Trank kann man seine Kraftreserven auffüllen. Bereits eine einzige Flasche reicht aus, um die ärgsten Wunden zu heilen. In dieser Truhe befinden sich die zwei Zutaten für den Mega-Power-Trank. Flubberwurmschleim und Rinde vom Mega-Power-Baum. Nimm sie raus. Mega-Power. Alter, was ist das für ein Scheißname? Das muss ich echt mal sagen. Geh nun zum Kessel. Und bleib mit den Fingern aus dem Trank, sonst können wir... Seht genau zu, wie Potter die Zutaten in den Kessel wirft und sie umrührt. Vorsicht, Potter, sonst zieh ich dir Hauspunkte ab. Der Mega-Power-Trank ist jetzt fertig. Drücke die Leertaste, um davon zu trinken. Setz dich wieder hin, Potter. Diejenigen unter euch, die besonders abenteuerlustig oder sagen wir lieber dämlich sind, werden sicher ihren eigenen Mega-Power-Trank herstellen wollen. Aus diesem Grund stehen überall in Hogwarts solche Kessel herum. Nur in diesen Kesseln kann man Mega-Power-Trank zubereiten. Auch die Zutaten, Flubberwurmschleim und Rinde vom Mega-Power-Baum, könnt ihr in Hogwarts finden. Nun werde ich euch etwas über die Gewinnung von Flubberwurmschleim erzählen. Oh, ich hätte gar nicht die Spinne platt getreten. Vor dieser Stunde dachte ich, ich wüsste bereits alles, was ich über Flubberwurmschleim wissen wollte. Und so war es auch. Nun, ich fand seinen Vortrag teilweise sehr interessant. Gehen wir lieber, bevor Snape rauskommt. Komm. Komm zu mir. Lass mich dich zerreißen. Was war das? Was war was? Diese Stimme. Sie kam von dort. Komm. Was ist los? Kammer des Schreckens wurde geöffnet. Feinde des Erben, nehmt euch in Acht, stand da. Nehmt euch in Acht! Ihr seid die nächsten Schlammblüter! Sie wurde versteinert. Doch wie, kann ich nicht sagen. Nun möchte ich alle bitten, in ihre Schlafsäle zurückzukehren.
Hier gibt es nichts mehr zu sehen. Nun komm schon, Harry. Professor Dumbledore hat recht. Hier gibt es nichts mehr zu sehen. Lauf die Schnecken. Spinnen die Schnecken. Ja. Alle in Hogwarts waren entsetzt über den Angriff auf Mrs. Norris und die mysteriösen Worte an der Wand. Gerüchte und Spekulationen machten die Runde. Der Angriff schien sich besonders auf Hermine auszuwirken. Ron und Harry waren sich sicher, dass sie irgendetwas ausheckte. Aber was es auch immer war, Hermine verriet ihnen kein Wort. Wir müssen zum Zauberkunstunterricht, Harry. Und ich hab da so eine Idee. Was für eine Idee? Wir sollten Professor Flitwick nach der Kammer des Schreckens fragen. Er müsste eigentlich etwas darüber wissen. Gehen wir. Ach, da haben sie wieder die Story verändert, ey. Und ich hatte ja McGonagall die Fragen beantwortet. Nintendo! Ah, jetzt kann ich hier hinten, kann ich zu einem späten Trank trauen, aber ich habe noch keinen Schleim. Auch hier drin? Ach, in der großen Halle. Beeil dich, Harry, sonst kommen wir noch zu spät zum Kunstunterricht. Zum Kunstunterricht. Ich kann ja schon, Hermine. Mal gucken, was die jetzt verkauft. Hallo, Lust ein wenig... Was verkaufst du denn? Ich habe Flubberwurmschleim, aber nur noch für kurze Zeit. 50, nehme ich. Mit dir mache ich immer gern Geschäfte, Harry. Obwohl du in Slytherin bist. Mysteriös. Gut, jetzt kann ich hier... Trank brauchen. Was verkauft ihr? Tut mir leid. Ich habe gerade meine letzte... Was verkaufst du denn? Ich habe eine silberne Bildkarte. Mit ihr wurde noch nie gespielt. Komm, ich kauf sie mir. Und danach speichern. Dann werden dich deine Freunde beneiden, Harry. Hallo. Gut. Lust ein wenig mit mir zu... Dann gehe ich jetzt mal in dieses Buch. Ich habe ja viel neuer. Den hatte ich, glaube ich, schon... Nein, ich war erstmal hier. Die hatte ich. Ingwer der Immerbreite. Immerbereite. Mittelalter. Daten unbekannt. Wer dafür war dafür bekannt, jeden grundlos anzugreifen und Unschuldige zu verfluchen. Starb im Gefängnis. Okay. Hermann Wintringham, geboren 1974, spielt die Laute in der populären Musikband Schwestern des Schicksals. Okay. Mirion Wegteil, geboren 1970, singt in der populären Musikband Schwestern des Schicksals. Heathcote Barbary, geboren 1974, spielt die Rhythmusgitarre in der populären Musikband Schwestern des Schicksals. Matron Graves, geboren 1978, spielt das Cello in der populären Musikband Schwestern des Schicksals. Orison Thurston, geboren 1976, spielt Schlagzeug in der populären Musikband Schwestern des Schicksals. Okay. Den hatten wir schon. Glenda Chittock, geboren 1964, Moderatorin des MRF-Programms Magischer Rundfunk Hexenstunde. Okay. Kayley Duke, geboren 1974, spielt die Leadgitarre der populären Musikband Schwestern des Schicksals. Donagan Tremlett, geboren 1972, spielt den Bass in der populären Musikband Schwestern des Schicksals. Okay. Okay, dann habe ich jetzt richtig viele Karten. Und eigentlich kann ich jetzt hier auch den Part beenden. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wo ich dann zu Professor Flitwick gehe und da meine erste Zauberkunst, heißt es doch, glaube ich, ja, ich glaube Zauberkunst, meinen ersten Zauberkunstunterricht nehmen. Bis dahin.